Wie bitte? Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber ich denke, das ist der einzige Weg, etwas zu verändern und zu verbessern. Hey, stopp! Ich bin Detective Golding und bin auf der Suche nach Jonna Maduna. Kann ich dir helfen? Diese Probe muss analysiert werden. Glaubst du wirklich, ich hätte irgendetwas mit dem Unfall Amber Solosi zu tun? Hast du? Carla hatte eine Wasserprobe von diesem See, weil doch da dieser Unfall war. Und seither ist sie verschwunden. Hast du etwas damit zu tun? Nein, natürlich nicht. Klaas? Was geschieht dort in Südafrika? Irgendjemand setzt schwarzes Wasser um. Aber warum ist diese Probe so wichtig? Maduna glaubt an eine Verschwörung. Scheiße, Hank, ich bin's, Klaas. Ich muss dich sprechen, es geht um Carla. Ich bin auf dem Weg nach Kapstadt. Ist das Ihre Tochter? Nein. Das ist Ihre Freundin Betty Svensson. Die Wasserprobe hat, sind wir am Arsch. Ich meine, wir haben nur noch 8 Tage. Ja, ich weiß. Wo ist sie? Wo ist Carla denn? Maduna muss es wissen. Der hat Carla die Probe gegeben, der benutzt sie für seine Zwecke. Angst hat. Das heißt, sie auf der Welt ist immer. Dass irgendwann so eine Nachricht kommt. Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie etwas von Maduna hören. Das war eine Nummer. Wenn meine Tochter sich meldet, rufen Sie bitte an, ja. Natürlich. Ja? Kommen Sie rein. Ich suche Jonna. Jonna Maduna. Ich weiß nicht, wo er ist. Danke. Jonna Maduna. Ich weiß nicht, wo er ist. Tut mir echt leid. Los. Mach's. Warte. Akekho amapolisa bemfuna. Jonna Maduna. Amapolisa bemfuna.
Matona. Du bist top. Ganz toll. Du musst es nicht mehr beweisen, okay? Also, wo ist diese verdammte Wasserprobe? Sag es jetzt! Ich weiß es nicht! Da liegt Carla. Er tot. Aber Tante, ich Judith. Judith, Judith, hör auf, hör auf. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Judith, Judith, bitte hör auf. Ich will sie nur wieder haben. Ich mach das, ich schaff das schon. Ich krieg das hin, versprich. Ja. Ja, Luma nochmal. Ja, bitte versuchen Sie es weiter, es ist dringend. Was ist das? Wer ist Rasko? Das weiß ich nicht. Klaas. Was? Was soll ich denn sagen? Operation Kranich sollte ein Milliardengeschäft werden, hat Lieben gesagt. Und man hat dir die Schuld gegeben, dass es nicht geklappt hat. Ja. Worauf willst du hinaus? Unsere Tochter ist verschwunden. Entführt, weil sie eine Probe von diesem vergifteten See hatte. Kurz darauf stirbt ihre Freundin, Betty, die ihr ähnlich sieht. Das ist doch kein Zufall. Judith, diese Betty ist betrunken schwimmen gegangen. Das hat doch die Polizei gesagt. Wie weit würde Gerard gehen, um eine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln? Du glaubst, ich wäre bereit, das Leben unserer Tochter aufs Spiel zu setzen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, dann red nicht so, verdammt. Vertraust du mir nicht mehr? Judith! Laut Taxizentrale hat sie sich zu Carlas Wohnung fahren lassen. Danke.
Deine Frau hält sich wirklich tapfer. Ich habe Angst um Carla. Die letzten beiden Jahre, da haben wir eigentlich nur gestritten. Sie meint es gut, aber ist dabei so naiv. Das ist doch großartig. Ja, das habe ich ja noch nie gesagt. Ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, dass Sie es mir sagen. Ihre Freundin ist tot. Betty? Ja, Betty. Ach. Warum? Warum ziehen Sie diese Mädchen damit rein? Ha? Weil Sie weiß sind, oder? Unverdächtig, oder was? Nein. Warten Sie. Carla war die Einzige, der ich vertrauen konnte. Sie ist meine Freundin. Ich will sie nur finden. Irgendwas ist mit dem See nicht in Ordnung. Irgendwie sieht es so aus, als ob der ganze Unfall inszeniert wurde. Diese Sache mit dem See, wird Georg sich dann noch mal engagieren? Nein. Die Zentrale setzt ganz auf Asien. König? Ich hätte gedacht, er ist flexibler. Georg wäre ein großartiger Verlierer, wenn Sie da am See helfen würden. Was für ein Imagegewinn. Ich bin wegen Carla hier. Und wegen Judith. Warum sollte jemand einen Unfall inszenieren? Vielleicht ist Georg ja daran beteiligt. Vielleicht haben Sie Ihre Pläne gar nicht aufgegeben. Georg hat kein Interesse mehr an dem See. Wer sagt das? Ihr Mann vielleicht? Was muss ich tun, damit Sie mir vertrauen? Wenn wir die Wahrheit wissen wollen, dann müssen wir dorthin. Und rausfinden, wer ein Interesse daran haben könnte, die Wahrheit zu vertuschen. Und vielleicht finden wir dann auch heraus, wer Carla entführt hat. Ich habe Leute an der Hand. Ich könnte sie auf Carlas Spur setzen. Die können auch rausfinden, dass Maduna schuld ist am Verschwinden von Carla. Und wie? Ja, die können das alles, glaub mir. Die sind auch nicht billig. Soll ich also den Kontakt machen zu diesen Leuten? Ich denke darüber nach. Thank you.
der Verseuchung des Wassers hat das Militär den Masulusee komplett abgeriegelt. Alle Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Welche chemischen Substanzen die Kontamination verursacht haben, wird immer noch untersucht. Die Not in der Region ist immens. Nahezu alle Industriebetriebe und die gesamte Agrarwirtschaft haben mittlerweile ihre Produktion eingestellt. Die Bevölkerung kann seit dem Unfall nicht mehr mit Trinkwasser versorgt werden. African Waters hat eine Notversorgung eingerichtet. Der Masulusee ist das größte Trinkwasserreservoir nördlich von Kapstadt und gilt als eines der wertvollsten Wasservorkommen im Süden. Ja, ich komme gleich. Ist das Ihre Frau? Hat sie gesagt, wo sie hin will? Herein. Guten Morgen, Mr. Lee. Holding. Hank. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Nein. Der Mitfahrer, männlich, schwarz, wurde von der Kassiererin erkannt. Es ist der Mann, den wir suchen, Jonah Meduna. Dieser Scheißkerl. Fängt was mit meiner Tochter an und entführt meine Frau. Was machen Sie, um sie zu finden? Was? Wo wollen die hin? Das war vor 2 Jahren. Damals haben Meduna und ich schon mal um den See gekämpft. Deines Leitungssystem aufzubauen? Gar nichts. Aber Firmen wie die Gerak sind nur am Profit interessiert. Dieser See da, dieser See ist mehr als nur Wasser für meine Leute. Das Wasser hat ein Gedächtnis. Es hat ein riesiges Wissen um die Menschheit, von Beginn an. Und Sie? Glauben Sie auch daran? Ich weiß, dass es sich lohnt, darum zu kämpfen. Ich will verhindern, dass dieses Wasser in fremde Hände gerät. Es ist unser Wasser. Unser Land. Ihre Frau hat das Auto angemietet. Also kann sie ja wohl nicht entführt worden sein. Haben Sie eine Idee, warum sie das tut? Nein, ich habe keine Ahnung. Ihre Tochter hat eine Affäre mit Meduna. Ihre Frau hat sich mit ihm verbündet und Sie kennen ihn auch, oder? Und da sitzen Sie hier und erzählen mir, dass Sie von all dem nichts wissen. Meduna hat im Internet verbreitet, dass etwas über den Unfall am See vertuscht werden soll. Wissen Sie etwas darüber, Mr. Lohmann? Nein. Diese Mautstation ist an der Straße zum Masulusee. Ich gehe davon aus, dass Ihre Frau und Meduna auf dem Weg zum See sind. Aber warum? Ich weiß es nicht. Die Helikopter soll binnen halve Uhr gereed wees. Ich fliege jetzt zum See. Ich komme mit. Judith, sag mal, spinnst du? Was machst du denn? Meld dich bitte.
Machen Sie Ihr Handy aus. Die können uns orten. Der Job ist erledigt. Ja, und die Frau auch. Herrlich, ja? Ach, es gibt nichts Besseres gegen Stress. Schön, haben Sie es hier. Hallo. Tag. Was haben Sie da Gutes für mich? Kontakt in Indonesien. Es gibt einen ganz interessanten Politiker. Er ist gerade auf Europatour. Sie sollten ihn auf jeden Fall treffen. Nicht der mit den Kindern auf der französischen Schule? Nein. Er führt da die Opposition an. Und in 3 Monaten sind Wahlen. Ah. Und die Bürgschaften für unsere Investitionen? Naja. In letzter Zeit haben viele nach Bürgschaften von Vaterstaat gerufen. Hm? Banken, ja. Aber wenn etwas sicher ist, dann Wasserknappheit in den nächsten Jahrzehnten. Wohl dem, der dann eine Quelle hat, oder viele. Gehen wir noch einen Kaffee trinken? Gern. Luhmann ist genau der Richtige, um den Ausschuss die Bürgschaft abzuringen. Gut. Wie schlagen sich denn eigentlich meine Jungs? Luhmann und Tower, gut. Aber Luhmann überzeugt mich mehr. Haben Sie was von seiner Tochter gehört? Nein, leider. Wäre schön, wenn er sie bald findet. Ja.
gut. Ja, ist gut. Ist gut. Am See. Wir fliegen jetzt die Passstraße ab, die zum See führt. Ich denke, das ist iets davor. Da vorne. Sieh ein Ditt? Wir haben was gefunden. Das sieht aus wie ein Auto. Krankenwagen und dann suchen wir Ihre Frau, okay? Seid nie hier nie. An Herikan von die Berg hätte der Udoche Zug. Okay. Wir fliegen jetzt auf die andere Seite. Sie muss doch hier irgendwo sein. Thank you.
Wir müssen zurück, es wird bald dunkel. Nein, ich bleibe hier. Ich fliege nicht zurück. Okay. In Marsburg gibt's ein Guesthaus. Da lassen wir sie raus. Okay. Morgen früh suchen wir weiter. Ja, ich bin's. Ich habe rausgekriegt, wer das ist, auf den das Konto läuft. Dieser Rasko ist keine Person, es ist eine Versicherung. 100%ige Tochter der Ruralbank. An wen die Versicherung ausgezahlt wurde, das muss ich wissen. Ich tu mein Bestes. Hallo. Das ist Jokame. Ich bin Schlierter. Danke. Henke, ich bin's. Klaas. Ich hab's mir überlegt. Wegen Carla. Sag deinen Leuten, sie sollen sich auf die Suche machen. Hier. Bitte, trinken Sie etwas davon. Die haben gerade angerufen. Maduna ist gefunden worden und ist jetzt im Krankenhaus. Trinken Sie was. Das wird Ihnen gut tun. Roman, wie geht's dir? Ich sehe ihn. Ja. Moment. Mase. Kehler. Marsburg. Danke.
Kassius, was machst du denn? Wir müssen zurück. Wir müssen Carla finden. Ja. Ich werde einen Wagen besorgen. Bitte, nein, 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 Sie müssen im Bett bleiben. Ich muss meinem Mann hinterher. Können Sie mich fahren? Des Fahrers, der den LKW in den See gefahren hat. Was macht Ihr Mann da? Ich weiß es nicht. Ich muss mit ihr reden. Okay. Hallo, Mame. Usanal Wam. Und Gianni. All right, Tito. Komm rein. Der Mann, der gerade hier war, was wollte der? Lindora Samatonine Biteniku. Isugaru Insurance. Der Mann kam von einer Versicherung. Welche Versicherung? EP Insurance? Urasco. Urasco? Das ist hier eine große Versicherung. Lebensversicherung. War Ihr Mann ein guter Fahrer? Lindora Yagubigo Gaukle? Er ist 10 Jahre immer dieselbe Strecke gefahren. Nichts ist passiert. Und jetzt plötzlich dieser Unfall? Bobby to Eleganja E-Accident. Sie haben Geld bekommen. $10,000. Otule, $10,000. Ja? You? Sie sagt, wir müssen gehen. Bitte. Wofür ist, wofür ist das Geld? Sie hat Angst, dass sie das Geld wieder zurückgeben muss. Ihr Mann hatte AIDS. Ich habe ihn behandelt. Aber keine Lebensversicherung der Welt versichert einen AIDS-Kranken. Was hat eigentlich Ihr Mann damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey!
Okay. Sehen Sie da drüben die Busstation? Und dort können Sie wieder in die Stadt fahren. Okay, hier ist Ihr Ticket. Triffst du die Witwe von diesem Lastwagenfahrer? Bespitzelst du mich? Ach, pass auf, was du da sagst. Ja, ich habe sie auch getroffen. Ich habe auch mit ihr geredet. Ein paar Tage vor diesem Unfall hast du $10,000 an Rasko überwiesen. Nein, Judith, ich war das nicht. Ich war es nicht. Deshalb war ich doch bei dieser Frau. Ich wollte wissen, wer dahinter steckt. Du hast es unterschrieben und du hast es als Lebensversicherung getan. $10,000. Das ist ja also ein Menschenleben wert, ja? Oder waren es nur 10.000, weil der Mann AIDS hatte? Judith, sowas traust du mir zu? Gerak will diesen See, unbedingt. Und weil wir ihn nicht bekommen, vergiften wir ihn? Ich weiß es nicht. Erklär's mir, du bist doch hier eine tolle Strategin. Das ist jedenfalls die Folge davon. Und Carla weiß das. Die weiß, dass es so einen Plan von dir gibt. Ist dies klar? Ich muss noch eine Lösung finden. Für König. Gerak hatte darauf gesetzt. Auf mich. Und war ich an diesem See und so diese Chemielaster. Das war also dein Plan? Ein See vergiften? Warum? Weil die Gerak ihn säubern kann. Mit Filter, Know-how. Wir haben alles. Kein Problem. Und dafür gehört euch nachher der See, oder? Wir haben den Plan noch gar nicht durchgezogen. König hat ihn sofort abgeschossen. Aber irgendjemand benutzt jetzt diesen Plan und mich als Sündenbock. Und deswegen ist Carla entführt worden, nein, ja? Nein, doch! Judith, nein, das stimmt nicht! Du verrennst dich total! Norman. Carla. Carla, bist du dich? Carla! Ich wurde befreit, ja. Wir kommen gleich in 2 Stunden sind wir da. In 2 Stunden im Hotel hier. Hier. Sie müssen etwas trinken. Wissen Sie eigentlich, wo ich bin? Ich bin Anwalt. Sie sind da in eine böse Sache verwickelt. Was wollten diese Männer von Ihnen? Eine Wasserprobe. Ah ja. Und haben Sie sie?
uns bitte fahren? Ja, ja, Gott, ja, natürlich. Da, nimm sie und Judith und bring sie zurück nach Deutschland. Danke. Wasserprobe, was ist damit? Ich weiß es nicht. Und in den 6 Tagen, was ist da? Die haben die ganze Zeit davon geredet. Das weiß ich nicht. Oh, Schatz. Entschuldige, Schatz. Wo willst du hin? Kalle. Ich will Jonah anrufen. Jonah hatte einen Unfall. Er liegt in einem Krankenhaus in Kapstadt. Ich warte hier gerade, ja? Ja, ich hab's hier. Entschuldigung, Jonah Maduna, wo liegt er? Sekunde. Namen und Vornamen, bitte. Mhm. Und dann brauche ich noch Ihre Adresse und eine Unterschrift. Sie wieder gesund? Sie hat eine sehr gute Konstitution. Ich gehe davon aus, dass sie aus dem Koma wieder aufwacht. Sie hat eine reelle Chance. Aber wir können nicht sagen, wann. Kann man sie transportieren? Nach Deutschland? Das muss ich abklären und gebe Ihnen Bescheid. Okay. Gut.
Überfall. Carla ist jemandem hinterhergelaufen und dann wurde sie überfahren. Das Ganze war ein Unfall. Carla ist vor das Auto gelaufen. Die Fahrerin steht unter Schock. Aber sie wollte doch zu Maduna. Und dann rannte sie plötzlich auf die Straße. Was hatte sie da zu suchen? Das weiß nur sie. Als sie Maduna besuchen wollte, musste er gerade notversorgt werden. Dass sie entführt wurde. Dieser Unfall an dem See und das jetzt hier. Hängt das für sie nicht irgendwie zusammen? Judith, bitte. Das war kein Unfall an diesem See. Wer profitiert von dieser Katastrophe? Das ist doch die Frage. Carla weiß etwas und ist deswegen zwischen die Fronten geraten. Das ist nicht mein Fall, dieser Unfall am See. Ich will mit Carla zurück nach Hause. Nach Deutschland. Wiedersehen. Sie rufen mich an, wenn Carla aufwacht, ja? Hallo. Hallo. Was ist denn passiert? Eine Embolie. Ganz plötzlich. Aber jetzt ist er wieder stabil. Können Sie die Ursache für diese plötzliche Embolie herausfinden und mich dann anrufen? Hank hier. Ja, ich habe von Carla gehört. Ja, es tut mir sehr leid. Klaas, ich kümmere mich um den Flug. Ja. Geh ins Bad und hol ihre Sachen. Geh. Nur weil deine Planspiele Wirklichkeit geworden sind. Das ist doch nicht wahr! Was ist denn wahr, Klaas? Warum redest du nicht mit mir über deine Niederlagen? Hm? Weil das strategisch schlecht für unsere Ehe gewesen wäre, oder was? Hier! Ich habe ein Recht zu wissen, wer mein Mann ist, mit dem ich seit 22 Jahren am Tisch sitze, Bett teile, mit dem ich lache, weine, der mein Freund war. Hätte ich nicht das Recht, dass du mir glaubst? Und nicht allen anderen! Ich bin nicht stolz auf diesen Plan. Aber wenn ich nicht auch so denken könnte, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Aber du wärst immer noch der, in den ich mich mal verliebt habe. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sind die Untersuchungen im Unglücksfall Masulu-See abgeschlossen. African Waters, die schon die Notversorgung organisiert haben, werden in Zukunft das Management für das Trinkwasserreservoir übernehmen. African Waters wird versuchen, die Trinkwasserversorgung mit Wasser aus dem Masulu-See so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen und zu gewährleisten. Zusätzlich zur Dekontamination des Sees... So, es ist alles bereit. Danke. Die Maschine kann jetzt losfahren. ...dass entsprechende Sicherheitsmaßnahmen installiert werden, um derartige Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Die rechtlichen Unterlagen für den Flug? Danke. Alles gut. Frau Lohmann? Vielen Dank. Für alles.
Schatz? Lieber Afrika als hier. Gut, also ganz gut. Und warum musst du dann die ganze Zeit schon wieder arbeiten? Du. Oh, komm, schwimm ein bisschen. Oh, oh, okay. 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 Hat sich Ihr Zustand während des Fluges verändert? Mich nennt's. Alle Werte stabil? Ja, sind's. Gut, okay. Machen Sie sich keine Sorgen. African Waters hat den Zuschlag für die Masulusee bekommen. Ja, das habe ich gehört. Und Tower lässt alle Kontakte nach Afrika kontrollieren, vor allem ihre. Hat Tower Sie nicht kürzlich gefragt, ob Sie mit Ihrer Stellung bei Gerak zufrieden sind? Mhm. Klingt wie ein Angebot, ja? Eine bessere Position für Informationen über mich. Das trauen Sie mir doch nicht wirklich zu. Ja, nein, nein. Natürlich nicht, aber wenn ich meine Tochter da so liegen sehe, will ich endlich wissen, wer dafür verantwortlich ist. Sie glauben Paul Tower? Alles läuft wie in meinem Plan. Und er kennt ihn. Aber African Waters profitiert, das macht doch keinen Sinn. Vielleicht hat er ihn an African Waters verkauft. Judith? Hast du was von Carla gehört? Irgendjemand benutzt mich bei der Gerak. Das interessiert mich nicht mehr. Ich will nur, dass Carla gesund wird. Ja, das will ich auch. Aber für mich ist es halt nicht zu Ende. Warum gehst du nicht ran? Wenn du schon in meinem Büro bist, kannst du doch mein Telefon beantworten. Was hast du vor? Ich beobachte dich. Und was ist in 4 Tagen? Was soll das sein? Du steckst doch hinter der ganzen Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du hast mich da reingeritten. Du hast diese Überweisung über meinen Zugang zum Firmenkonto laufen lassen. Und du hast diese Fotos gemacht. Das traust du mir zu? Ja. Dann müsste ich immer noch eine Menge von dir lernen. Wer ist dein Kontakt bei African Waters? Warum brauche ich einen Kontakt zu African Waters? Weil du denen mein Konzept verkauft hast. Schwarzes Wasser. Und jetzt setzen sie das um. Wenn ich so clever wäre wie du, hätte ich das gemacht. Mach die Tür zu, wenn du rausgehst. Sie spricht gut auf die Medikamente an. Ihre Prognose ist gut. Sie wird bald aufwachen. Danke. Was ist denn los? Aber
Es war der erste Versuch. Sie werden es wieder probieren. Ja. Sie wird aufwachen. Ich muss zur Schule. Komm, ich fahr dich. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer mich benutzt. So mein Plan, dass es so aussieht, als ob ich dahinter stecke. Dann ist ja gut. Carla hat in Kapstadt davon erzählt, dass irgendetwas passiert. Also sie hat gesagt, in 6 Tagen. Jetzt sind es nur noch 3. Das alles nimmt dich so gefangen. Wer dich benutzt, deinen Plan, darum geht's doch überhaupt nicht. Ich weiß, dass es um Carla geht. Ach, da bin ich mir aber nicht so sicher, ob du das weißt. Du, ich bin Carlas Vater, ja? Du hast nicht das Monopol, sie zu lieben. Ich bin auch ein Teil dieser Familie, ja? Ich auch. Ja, aber in der Familie vertraut man sich. Warum hast du mich nicht mit einbezogen in die Suche nach Carla? Hm? Hä? Ich sag dir warum. Weil du mir gegenüber auch ein Stratege bist. Das ist doch Quatsch. Doch. Wir haben uns verändert. Wir haben es nicht mal gemerkt. Nein. Klar. Ich will nicht mehr so mit dir weiter. Judith! Judith! Können Sie sich an irgendwas erinnern? Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, ein Mann in mein Zimmer kam und mir eine Spritze gab. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich weiß, dass es ein Weißer war. Es gibt Leute, die gehen davon aus, dass sie den Anschlag nicht überlebt haben. Und das ist gut so. Warum? Es hilft uns, diejenigen zu finden, die sie umbringen wollten. Sie glauben also, African Waters hat ihren Plan schwarzes Wasser umgesetzt? Sie haben den See. Mit Towers Hilfe. Ja. Paul Tower? Wissen Sie, dass Tower Sie im Verdacht hat? Ja, er beobachtet mich. Haben Sie ihn beauftragt? Oh mein Gott, ja. Was soll ich denn machen? Ich brauche eben Beweise. Diese $10,000. Ich habe mit unseren Computerleuten gesprochen. Man kann quasi alles faken. Daten, Einlogzeiten für den Rechner, sogar meine Unterschrift. Mein Gott. Also wenn das stimmt, dass er da auch dahinter steckt. Das weiß ich nicht. Deshalb brauche ich ja Ihre Hilfe. Also gut, ich lasse das überprüfen. Ich hoffe, Sie haben Unrecht. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Dieser Mann da ist unsere große Hoffnung für Ihr Projekt 2020 in Indonesien. In Ordnung. Gut. Danke. Das ist ein interessantes Projekt. Und ein interessantes Angebot, nicht? Unser Konzept ist absolut innovativ und es schont die Umwelt. Wir möchten aber, dass es wirklich überzeugt. Das wollen die anderen Interessanten auch. Wie man hört, hat Paris den Gouverneur überzeugt. Ah. Wir sind eine Demokratie, nicht? Ja. Und bald sind Wahlen. Na? Alles gut? Ja. Noch Kaffee? Oder ein Cognac? Kaffee. Gut, ich auch. Ja, dann freuen wir uns.
Wir sollten darüber reden, ob wir das Haus verkaufen. Eine Überraschung, was? Ja, allerdings. Das haben wir alles unserem Freund Henk Leven zu verdanken. Und was hat das zu bedeuten? African Waters hat kalte Füße bekommen. Das Know-how für die Sanierung, die Verantwortung. Sie suchen einen starken Partner. Und da hat Henk Leven gleich an uns gedacht, ob wir helfen können. Jetzt könnte Ihre Operation Kranich doch noch gelingen. Ja. Einfach so. Sie kennen doch dieses Land. Jetzt sind wir die Retter. Paolo, du hast mit all dem natürlich gar nichts zu tun. Nein. Wer hat den Deal mit African Waters eingefädelt? Sie sind auf uns zugekommen, habe ich Ihnen noch gesagt. Da steckt ein Plan, das ist mein Plan. Wer hat den umgesetzt? Jetzt hören Sie mal auf, Loman. Ich habe Ihre Vorwürfe sehr ernst genommen. Gegen Tower zum Beispiel. Soll ich Ihnen sagen, was ich gefunden habe? Überhaupt nichts. Ich habe da mal Towers Informationen geprüft, was es gegen Sie so geben könnte. Ihr Plan schwarzes Wasser, die $10,000, Ihr Treffen mit der Witwe des Fahrers. Was machen Sie da eigentlich? Geben Sie Ihr Geld? In der Mappe sind Belege über eine Menge Telefongespräche. Mit African Waters. Von Ihrem Apparat aus. Nachts. Ich bitte Sie. So dämlich wäre ich ja nun wirklich nicht. Ich bespitzel meine eigenen Leute. Ich hasse das. Was machen wir jetzt? African Waters steht vor der Tür und braucht Hilfe. Und Schwur, die Politik. Man erwartet, dass wir zugreifen. Ja. Die Verträge sind bereit zur Unterzeichnung. Ja, gut, ich komme. Hier, nehmen Sie das. Machen Sie mit dem Zeug, was Sie wollen. Ich fühle mich schrecklich damit. Ich erwarte, dass Sie mit uns feiern. Die Übernahme. Das ist ein Pflichttermin.
Lohmann hier. Nina, gibt's Neuigkeiten? Ja, das mit den Telefonaten. Ich habe das abgeglichen. Jedes könnten Sie tatsächlich geführt haben. Sie hatten da keine Termine. Könnten Sie mal rauskriegen, ob König zu den Zeiten der Telefonate Auswärtstermine hatte? Ja, ich kann's probieren. Machen Sie's dezent. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich muss wissen, was in diesem Wasser ist. Also Pestizide oder so. Können Sie das rausfinden? Ja, natürlich können wir das, aber die Ergebnisse haben wir bestimmt nicht vor morgen Vormittag. Ja, also Sie können mich jederzeit anrufen. Kann ich Ihnen meine Nummer geben? Danke. Oh, danke. Hallo? Hier Judith Lohmann. Ah, Mrs. Lohmann, hallo. Carla hat die Wasserprobe nach Deutschland geschickt. Das war sehr clever. Ja, ich werde sie jetzt analysieren lassen und gebe Ihnen dann Bescheid, okay? Ja, gut, gut, das ist sehr gut. Ach, noch was. Die Fotos, die Sie mir geschickt haben, sind sehr hilfreich für unsere Ermittlung. Danke. Sobald ich was Neues habe, melde ich mich bei Ihnen. Das sind die Männer, die Carla verfolgt haben. Hey, das ist er. Das ist der Typ, der mir die Spritze gegeben hat. Wissen Sie inzwischen, was mit dem Wasser ist? Es wird gerade analysiert. Naja, wir werden es erfahren. Und schau mal, ich glaube, das ist der Kleine, von dem du mir erzählt hast, der so gut Fußball spielen kann, oder? Der hier in einem roten Trikot? Und hier, guck mal, wer ist das? Jetzt pass auf. Schau mal, wer da kommt. Schau mal, Jonah. Das ist Jonah, dein Freund. Erinnerst du dich? Schau mal, er freut sich auch. Jetzt kommst du. Nein, du möchtest nicht fotografiert werden, oder was? Hast du, habt ihr Quatsch gemacht, siehst du? Hm. Weißt du noch? Wunderbar. Okay. Ladies and gentlemen, please sit down. Setzt euch, ja? Kinder, setzt euch. Nehmen wir was essen. Tabo, I'll show you your place. Klaas. Also wenn das dein Plan war, alle Achtung. König hatte keine Auswärtstermine zu den Zeiten. Er hätte also auch all diese Telefonate selber führen können. Ja, und dazu kommt das hier. Habe ich eben im Netz gefunden. Das war 2 Tage vor dem Unfall. Lohmann. Und ich habe Auszug aus seinem Terminkalender. Die haben sich mehrfach getroffen in den letzten 2 Jahren. Ich komme! Der Chef von African Waters, Leven und König. Haben sich getroffen und verhandelt. Diese Übernahme war also lange geplant. Kommen Sie, Nina. Alles gut? Ich bitte Sie, das Ganze ist eine Inszenierung. Alle mir vorliegenden Unterlagen belegen aber einen Unfall. Dr. König steckt dahinter. Er hat den Deal mit African Waters. Moment. Wenn Sie seinen Job wollen, dann doch nicht über mich. Oder haben Sie ein Problem mit Ihrer Moral? Nein, ich habe ein Problem damit, dass offenbar niemanden die Wahrheit interessiert. Auch Sie nicht. Muss ich Ihnen wirklich die Arbeit der Regierung erklären, Dr. Lohmann? Wissen Sie was? Wir haben uns heute gar nicht getroffen. Hm? Ist besser so. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Alles Gute. Dann. Lohmann? Ja. Sie kennen ja den Weg. Bis gleich. Wie geht's dir, Schatz? Ich bin müde. Was ist passiert?
ist meine Schuld, dass du hier liegst. Weißt du, es ging um eine große Sache. Operation Karnich? Ja, das war meine Idee. Und ich habe mir eingeredet und allen anderen eingeredet, dass es gut ist. Gut für alle Beteiligten. Für die Gerak, für die Menschen in Südafrika. Und der Tankcluster? Das war auch mein Plan. Ich musste den, ich wollte das Projekt retten mit allen Mitteln. Wäre ich jetzt tot, wenn ich nicht deine Tochter wäre? Ja, ich glaube schon. Frau Lohmann? Hallo. Danke, dass Sie angerufen haben. Sie hat große Fortschritte gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Ich möchte jetzt schlafen. Ich bin hier, Schatz. Hallo. Es geht dir gut. Heute Vormittag hat die Gerak eine Pressekonferenz zur Übernahme von African Waters einberufen, wie die Konzernleitung mitteilte. Durch die Übernahme von African Waters baut Gerak ihre Position in Afrika entschieden aus und rückt unter die bedeutendsten Trinkwasserversorger weltweit. Das ist wirklich wahr. Hundertprozentig. Gut, auf Wiedersehen. Danke. So, wir könnten dann zur Pressekonferenz. Lohmann, bis gleich. Moment. Ja, großer Tag. Was ist das? Nichts. Das ist das Geheimnis. Das ist Wasser vom Masulo-See. Und die Leute glauben an die Lüge von der Vergiftung. Geben ihr Leben auf, alles, was sie haben, ziehen in die Städte, das ist so menschenverachtend. Was denn da? Bist du wahnsinnig? Auf! Lars, es ist kein Gift drin! Dieses Wasser hat Carla nach Deutschland geschickt. Das ist die Probe, hinter der alle her waren. Weswegen man sie gejagt hat, gefoltert. Verstehst du? Kein Gift drin. Das ist das Geheimnis. Alle habt ihr getäuscht. Sogar die Medien habt ihr manipuliert. Frau König. Eine Minute. Was ist? Sie sollten besser nicht vor die Presse treten. Ich weiß Bescheid. Tatsächlich? Wenn Ihr Plan mit African Waters schiefgegangen wäre, dann stünde ich jetzt als Sündenbock da. War die beste Option, ja. Weil Sie der Beste sind. Ihnen würde man es zutrauen. Eine Strategie, die Sinn macht, müssen Sie zugeben. Wie sollten wir sagen? Jetzt nicht. Halten Sie sie irgendwie hin. Es nimmt alles ein gutes Ende. Meine Damen und Herren, bitte geduldig einen kleinen Moment. Wir sind gleich soweit, ja? Wie weit gehen wir dafür? Wie sieht denn die Zukunft aus? Überbevölkerung, Hungersnöte, Wasserknappheit. Aber hier bei uns zählt Wachstum und Wohlstand. Und am Ende interessiert sich doch keiner für die armen Hunde der dritten Welt, so schrecklich das ist. Das ist alles humanitäre Fassade. Früher wurden Kriege darum geführt. Heute übernehmen wir das für die Politik. So ist es durchsetzbar und erträglich für die Wähler.
Und ihre beste Freundin ist tot und man hat auf meine Frau geschossen. Ja. Ja, das war in dem Plan nicht vorgesehen. Nein. In ihrem Plan, Loma. Alle Spuren weisen auf Sie. Wie wär's? Wenn Sie mögen, verkünden Sie die gute Nachricht. Wäre eine großartige Übung für meinen Nachfolger. Nach vorne schauen, Loma. Blicken Sie in die Zukunft. Sie kriegen sonst keinen Fuß mehr auf die Erde. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen von den Ereignissen am Masulusee. Sie wissen auch von der Vergiftung des Wassers, der Lebensgrundlage zehntausender Menschen in dieser Region. Was vor 16 Tagen dort passiert ist, war kein Unfall. Die Ereignisse dort folgten einem Plan. Ziel dieses Planes war es, in den Besitz dieses Sees zu gelangen. Wobei es zu keiner Zeit um das Wohl der Menschen dort gegangen ist, sondern lediglich um die Maximierung des Gewinnes der Gerak. Dieses Szenario ist von mir erfunden und ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Herr Dr. Loma, sagen Sie Ihre weitere Zukunft? Herr Dr. König, wie sehen Sie Ihre Zukunft? Meine Damen, wir unterbrechen hier die Pressekonferenz. Wir gehen kurz raus. Trinken draußen was, nach 5 Stunden sind wir wieder hier. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Loma. Wiedersehen. Die Gerak-Pressekonferenz heute Morgen endete in einem Eklat. Angeblich basiert die Übernahme von African Waters auf einem vorgetäuschten Unfall. In dieses Komplott sind möglicherweise Manager beider Unternehmen verwickelt. In einer ersten Stellungnahme betonte der Nachfolger von Dr. Gustav König, Paul Tauer, dass man die Vorfälle lückenlos aufklären wird. Die zuständige Staatssekretärin im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Helen Schwur, erklärte, die Millenniumsziele der UNO haben auf jeden Fall oberste Priorität und dass man sie auch umsetzen wolle. Ich habe Herrn König als einen besonnenen und fairen Partner erlebt und ich finde, es ehrt ihn, dass er mit seinem Rücktritt persönlich Verantwortung für die Ereignisse bei der Gerak übernimmt, was natürlich auch ganz in Ruhe noch untersucht wird. Schönen Abend.